Ulrich Mathes und Jesper Munk gleich in der Harald Schmidt Show. Merci, Helmut Charlotte. Und die Helmut Charlotte Band. Mein heutiger Gast ist ein wunderbarer Schauspieler, ein großartiger Bühnenschauspieler, ein unglaublich erfolgreicher Film- und Fernsehschauspieler, dreht schon wieder neue Projekte und ist zurzeit im Kino zu sehen mit einer Verfilmung dieses sehr empfehlenswerten Romans, Das große Heft von Agota Christoph, spricht man das, glaube ich, aus. Herzlich willkommen, Ulrich Mathes. Auf der Bühne, ne? Das war vorher noch nicht da bei der Studiobegehung, oder? Ja, letztes Mal, nee, aber ja. Man hat es mir mehrfach gesagt. Und letztes Mal bin ich über diese letzte Stufe hier gestolpert. Ja, das passiert jedem. Und wer nicht hoch stolpert, stolpert runter. Okay, ich merk's mir. Also es gibt mehrere Gelegenheiten. Sagt man Agota Christoph oder Christoph? Nee, Christoph. Christoph, ja. Also ich tue jetzt so, als würde ich Ungarisch können. Ja. Aber ich glaube, sie heißt Christoph. Es war eine Ungarin gebürtig, die dann in der Schweiz gelebt hat. Ein sehr beklemmendes Buch, ja. Es ist ein tolles Buch. Es geht um Zwillinge? Zwillinge, die von ihren Eltern aufgrund der Wirren des Zweiten Weltkrieges aufs Land geschickt werden zu ihrer Oma. Und da versuchen sie sich sozusagen gegen das Unbill, was ihnen so widerfährt, gegenseitig abzuhärten. Ganz, ganz irre Geschichte. Diese Kinder versuchen, diese Zwillinge ganz eng miteinander versuchen, sich quasi ihre Emotionen, ihre Gefühle abzutrainieren. Und ich spiele den Vater dieser Kinder. Wir sehen gleich mal einen Ausschnitt. Das ist eine harte Geschichte. Und das, was finde ich, die Härte noch verstärkt. Es sind jedes Kapitel nur zwei Seiten. Ja, mal so zweieinhalb. Ganz knapp, ganz lakonisch geschrieben. Ja. Ganz, wirklich so ganz verdichtetes Buch. Und der Film hat es auch versucht. Ich finde den Film ganz toll. Das ist so eine Art Film, wo man, wenn man drin sitzt, findet man es toll. Ja. Man muss nur erst mal reingehen. Also ein ungarischer Film, der das große Heft heißt, das ist jetzt nicht so prickelnd. Aber der Film selber ist toll. Ja, wir zeigen mal schnell den Ausschnitt, dann sieht man das schon. Und man sieht dann auch, warum der Film Das große Heft heißt und der Roman. Also, Das große Heft. Und ich finde, es eine super Definition. Wenn man drin sitzt, sagt man, das ist toll. Man muss nur erst mal reingehen. Ja, naja, so ist es. Das ist halt Arthouse. So. Das ist jetzt nicht so ein Blockbuster. Aber der Film, wir hatten schon eine Premiere und die Leute waren wirklich sehr beeindruckt durch alle Alters- und Geschlechtskategorien hinweg. Das. Ja, wirklich. Woran arbeiten Sie jetzt gerade? Ich habe jetzt gerade, gestern Nacht habe ich noch den letzten Drehtag mit Christian Schwocho, der hat den Turm gedreht, unter anderem, und Novemberkind. Eine super Geschichte. Charlie Hübner spielt den Menschen, der die Mauer aufgemacht hat. 9. November 89, Bornholmer Straße. Ja. In Berlin so einen überforderten Grenzbeamten, so einen über 150-prozentigen SED-Menschen, der seinen Stasi-Oberst, den spiele ich, der noch viel überforderter ist, weil Erich Mielke ist weg. Ja. Honecker gibt's auch nicht mehr. Der sitzt da irgendwo in seinem Stasi-Gebäude und dann ruft er an und sagt, was mache ich denn nur da stehen? Kommen immer mehr Leute und Schabowski hat gesagt, die Mauer ist offen. Und nun muss ich irgendeine Art von Entscheidung treffen, betrinke mich immer mehr, schieße irgendwann auf ein Foto von Egon Krenz. Also es ist so eine Mischung aus Groteske und auch irgendwie ein bisschen rührend. Ja. Weil als die Mauer hochging, war es ja auch, oder runterging vielmehr, war es auch ein bisschen rührend. Es ist so eine Tragikomödie, würde ich sagen. Und nächste Woche fliege ich nach Lettland und da drehe ich einen lettischen Film mit einem rein lettischen Cast. Spielt im Ersten Weltkrieg, da spiele ich einen Arzt, der sich um traumatisierte Menschen, auch wieder so ein Heavy-Ding. Aber hoffentlich wird es auch wieder ein toller Film. Und in welcher Sprache wird denn der gedreht? Ich in Deutsch und die anderen in Lettisch. Wirklich? Ja. Das heißt, Sie haben sich ungefähr daran gewöhnt, wie das Stichwort auf Lettisch heißt? Oder muss man da muss ich mich, wenn ich da bin, dran gewöhnen. Jetzt so übe ich meinen deutschen Text, damit habe ich genug zu tun. Ja, ja, ja. Und dann werde ich mit dem Lettischen konfrontiert. Ja, sagt man da beim Dreh, entschuldige, war das Satzende? Oder, so ungefähr. Ja, ich habe hat mir heute geschrieben, so ein Personal Assist, der mit mir vorher so ein bisschen lettisch übt, dass ich wenigstens so die Grundbegriffe und wie die Satzmelodie, wenn die nach unten gehen, oder weiß ich nicht, vielleicht gehen sie im Lettischen immer am Ende des Satzes nach oben. Weil es so finnisch ähnlich ist, ich weiß es nicht. Ich habe das mal gesehen von Fußballprofis, wenn die neu nach England kommen und kein Englisch können, dann läuft am Anfang ein Assistent
Ballack hat es erzählt, hinterher. Der konnte zwar Englisch, aber nicht jetzt die Fachbegriffe und sagt ihm die Fachbegriffe. Echt? Ja, also ruft so Steilpass oder so auf Englisch, ja, damit die einfach in die Begriffe reinkommen. Wenn wir jetzt wüssten, was Steilpass auf Englisch heißt. Ich weiß es nicht. Helmut, weißt du es? Nee, schade. Weiß es einer von Ihnen? Nee, wa? Nein, schade. Vielleicht kommt das nicht so, aber das ist so. Da scheitern Sachen, man wusste nicht, was Steilpass auf Englisch heißt. Nee. Ja. Aber sehe ich das richtig? Es sind immer die schweren Kaliber, die auf sie zukommen. Also Weltuntergang. Ödipus spiele ich gerade am Deutschen Theater in Berlin. Das ist ja Wer auch ist Mutti? Ja. Kommt die vor im Stück? Oder doch. Kommt schon vor. Gibt schon auch die Mutti. Wer spielt die Mutter? Bauer Schnitzler heißt die. Ah, okay. Ja. Aber es sind immer diese schweren Klopper. Ja, leider. Ja. Ich halte mich eigentlich für einen durchaus humorbereiten Menschen. Das würde ich auch so sehen. Ja. Aber es wird mir eher nicht so angeboten. Das und liegt auch an den ersten Filmen wahrscheinlich. Also Goebbels war halt irgendwie doch für viele Leute im Untergang prägend. Und dann denken sie, der kann nur so. Aber eigentlich kann ich auch anders. Ja, aber mal so ein Zeitgenossen, irgendwie ein Tankwart oder ich weiß nicht. Zeitgenossen habe ich schon gespielt. Ja, aber sowas, was ich meine, was Leichteres. Also jetzt was ein Tankwart. Zum Beispiel. Ist was Leichteres. Oder, na, weil Sie es gerade sagten, Tankwart zum Beispiel. Ja, ich meine jetzt nicht ein Tankwart, der sozusagen aus Komplexen die Tankstelle sprengt, sondern einfach nur ein kleines Problem hat. Das ist so ein DeGeto-Movie, der auftankt, wenn Christiane Hörbiger mit Michael Mendel neu ins Leben startet. Ja, aber den würde ich dann nicht so gerne spielen wollen. Ehrlich? Nee, nur der auftankt, wenn Christiane Hörbiger mit Michael Mendel... Nee, das Stück heißt der Tankwart. Ach so. Ja. Na dann schon eher. Das sagt man Hörbiger und Mendel aber nicht. Nee. Den sagt man, es geht um Romantic Movie. Arbeitstitel ist irgendwie noch... Arbeitstitel ist Zwei glückliche Leben. Ja, oder so. Ja, und das ist aber der Tankwart und seine Frau in den USA. Genau. Aber da würde uns was einfallen. Vorschlagen? Ja, aber ich bin immer nur sozusagen, es reicht immer nur für einen Titel und für eine erste dürre Szene. Wenn es dann an sowas Unschönes wie Dialoge geht und so, ist doch schwieriger, oder? Ja. Haben Sie schon mal geschrieben? Nee, aber ich muss gestehen, als ich vorhin in meiner Garderobe saß, dachte ich, ach Mensch, jetzt hast du schon Regie geführt am Theater, vielleicht sollst du dir auch mal ein Drehbuch vornehmen, zu schreiben. Warum nicht? Einfach mal anfangen. Ja. Oder? Ja. Wie ist Regie führen, wenn man sozusagen ein so etablierter Schauspieler ist und plötzlich unten sitzt und so bedeutend? Gar nicht so bedeutend. Nee. Auch mit der Sympathie und mit dem Respekt für die Schauspieler, die ich besetzt habe, bin ich, glaube ich, wie ein Schauspieler, der mit seinen Kollegen einfach umgeht und ihnen hilft, wie ich mir das von einem Regisseur auch erwarten würde, dass er ihnen Selbstbewusstsein gibt und dann machen die das schon. Wenn sie gut sind, dann... hilft es, glaube ich, generell, wenn man als Regisseur erstmal für so eine gute Atmosphäre sorgt, dass der Schauspieler so selbstbewusst ist, dass er von alleine ins Blühen kommt und Ideen entwickelt und dann gibt man noch seinen bisschen konzeptionellen Senf, den man sich so ausgedacht hat, dazu und dann ist auch eine Inszenierung schon fast fertig. Das setzt aber die Arbeit mit doch sehr guten Schauspielern voraus, ne? Die auch wissen, was sie können und so ein Selbstvertrauen mitbringen. Ja. Aber sie macht das am Deutschen Theater? Ja. Mit den Kollegen, mit denen Sie abends... Ja, Susanne Wolf, die gerade den Fernsehpreis zum Beispiel gekriegt hat, die spielt da. Ist ein moderner Engländer, Simon Stevens heißt der. Läuft auch gut, hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich will es auch wiederholen, gerne. Hm? Und dann aber auf der Bühne natürlich auch so große... das sagen die Zuschauer immer, das ist toll, man merkt das. Also ich glaube, da war ganz viel von ihm selber drin. Ne? Ja, also so man ist immer geneigt, der Schauspieler lässt sich so wegreißen von großen Gefühlen. Dem ist aber zum Beispiel bei Ihnen nicht so. Es wirkt so, aber Sie wissen genau, was Sie machen, zu jeder Sekunde, oder? Ist es fast? Ja. Aber jetzt, Handwerk. Sie verraten jetzt... Nein! Sie verraten Geheimnisse. Nein, nicht. Aber ich meine... Natürlich ist es auch Handwerk, ist doch klar. Ja. Ich finde es immer schön, wenn man sozusagen zu den Menschen, leider sitze ich jetzt so und guck sie nicht an, sondern gucke sie an, was auch schön ist. Sorry. Nee. Nein, ich wollte nur sagen, dass ich normalerweise schon als Schauspieler, da haben Sie schon ganz recht, irre Antennen in Richtung des Zuschauerraums habe und schon sehr auch mit der Energie, die jeweils aus dem Raum mir entgegenkommt, spiele und umgehe und mich das motiviert und so. Also insofern bin ich sehr wach als Spieler und nicht so ein sich in ein Gefühl so total hineinsumpfen lassender Spieler. Ja, das ist dann auch der Spaß, oder? Wenn man sozusagen unten natürlich. Es ist auch ein bisschen wie Jazz. Jede Vorstellung ist ein bisschen anders und mal ist ein bisschen so. Die Energien der Kollegen sind auch anders und so. Also ist schön.
Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute hier das auf sich genommen haben. Ich praktisch auch. Eine Woche irgendwie frei gehabt und dann noch schnell zu uns hierher. Ja, ja, na, es ist mir doch eine Ehre und ein Vergnügen. Und nächste Woche geht's schon wieder. Nächste Woche geht's nach Lettland. Dienstag. Ja? Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie bald wiederkommen. Es gibt immer ein Projekt. Oder Sie sind natürlich so ein Kaliber, es muss nicht immer ein konkreter Anlass sein. Einfach mal vorbeischauen, ein bisschen aus der großen Welt des Theaters erzählen. Ja? Ja, oder über was anderes. Oder mal. Über was anderes. Oder wir hören uns mal eine Mozart-Sonate an. Ich habe heute der FAZ entnommen, dass, naja, dieser Mozart-Vergleich. Das Ding, interessant. Wir sitzen dann nur da und eine Mozart-Sonate spielt auf dem Plattenteller. Ja, können wir, aber das wurde missinterpretiert. Ich soll mich mit Mozart verglichen haben. Ja, nein, ich hätte es Ihnen zugetraut. Habe ich nicht, ich bin größer. Ja, eben. Entschuldigung, meine Damen und Herren. Jetzt aber wieder ernsthafter. Ja, das wär mal eine schöne... Oder? Steht hier so ein Plattenteller und so ein Grammophon. Ja, so ein bisschen retro. Und dann hören wir 10 Minuten Mozart. Und dann sagen wir, er war nicht schlecht, der Kleine. Aber an der Stelle ein Fiss und es wäre eine Weltkarriere gewesen. Oder? Aber liebevoll, ne? Liebevoll. Ich glaube, Mozart kann mit Kritik umgehen, wenn sie positiv ist. Wenn wir es nicht ja so, auch. Ja, wenn es nicht so. Natürlich, wenn es sachlich ist, ja. Genau. Alles Quatsch, null Kritik, Jubel wollen wir. Aber gut, ich spreche für mich. Sie sind da genauso, oder? Ja, okay.